Hey, it's Aubrey. Anything from your sister yet? No. I'm worried. She should have radioed in by now. The lockdown is likely blocking her ability to transmit. She's probably fine. So, is now a good time to ask how Ludwig knows your name? Maybe he mistook me for someone else. I'd rather not think about it. Still, he didn't know your name. So he must be somewhat aware of what is... Aubrey, help! I'm on it! Sit tight! Still moving, Aubrey. Stop the car! I'm trying! Time is not a river. Das heißt wahrscheinlich nicht linear. Das heißt, er weiß schon, was in der Zukunft Rose anstellen wird. Jump, Rose! Thanks, Aubrey. That could have gone bad. A second later, and... So, where am I? I've got some good news, and some bad news. What do you want first? Bad news first, always. Okay, well, I thought I would be able to take you all the way to your sister in the biolabs, but that obviously won't happen. The good news is, I know exactly where you need to go to get there. Also, I can provide you with this. Licht. A light at the end of the tunnel. You get it. A light at the... Anyway, just follow the tunnel until you reach the station up ahead. That sounds easy enough. I will go towards the light. Ha! Great! I'm going to fix a few things here on my end. I'll check back in a bit. See, Benny? I told you she'd get it. Go towards the light. Ha! Du bist nur plötzlich so sacklaut, Aubrey. Weil das der so mit Benny sich unterhält, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das so gut finde. Wenn er in einem komischen Geisteszustand ist. Ich glaube nicht, dass ich da durchs Feuer durchlaufen kann. Auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir auch weiter durchs Wasser laufen.
Oha. Yeah, I'm at the station. Where do I go from here? You're at the tech labs. I've already rerouted power to the section you're about to enter. I took the liberty of overloading a few select doors to help guide you towards the biolabs. Simply go with the flow. But bear in mind that I couldn't get them all, so watch your step. Okay. Anything else I should know about this place? Well, it's probably not going to be. So, you know, hold your nose. Benny smelled while he was alive, but let me tell you, decomposing flesh has a poignant odor all of its own. Isn't that right, Benny? Yeah? He's like a tulip of death. That's kind of morbid. Mm-hmm. You sure you're okay, Aubrey? I'm using my best friend's dismembered arm as a back scratcher. Of course I'm not okay. Just continue through the tech labs. I'll be back in a bit. Huh. Rail Division, Card Check. Department of Technology, Rail Division. Frank, what the hell? Cards 42177R, accidents just waiting to happen. Hardware failures range from cracked brake plates to unmatched door hinges. Have you been drinking again? Be in my office at 10:30 tomorrow. If you show up drunk, I will drown you myself. I'm done protecting you, Arthur Harris. Ja, ja, gutes Personal ist schwer zu kriegen. Jetzt hing das Spiel kurz. Hatte ich schon, es crasht gleich. Okay. Liegen auf jeden Fall schon mal ordentlich Leichen rum. Rainless Lightning Storms blamed on Teslas WeatherTech. Seven Thunder and Lightning filled days without rain. Weather experts unable to explain phenomenon. Speculation of Wardenclyffe involvement rampant. Demonstrations outside Wardenclyffe's headquarters take a violent turn. Wardenclyffe employees called in for extra shifts. Wo ich da reingehe. Guck ich nochmal hier drüben. Sind ja da hochgekommen. Okay, da gibt's nix. Die Aufzüge funktionieren noch, das ist auch super. Vielleicht darüber. Timetables, Plattform 1, Main Hall every 30 minutes, Tesla Tower every 15 minutes. Biolabs every 5 minutes on Rush Hour, Plattform 4. Gardens. Also Biolabs ist Plattform 4. Vielleicht müssen wir da hin und dann den Gleisen folgen. Tech Labs. Was zu?
Die stehen auch wieder bloß rum. Main Station. RS Main Station. Weather Department. These ghostly visions give me the creeps. How bad do you have to screw up your time experiment for the past to become visible in the present? Exo-League, do not... Lauf doch nicht durch mich durch! Exo-League, do not enter. Evacuate through the tunnels. Do not enter, also gehen wir mal direkt hin, ne? Exo-League, do not enter. Ja, sehr beruhigend. Ja, die eideln hier auch nur rum. Was rum? Nee. Da kommen wir nicht durch. Unfinished Tube Message. Physics Department T90 von TechDep N7. What do you mean we've made time bleed? First off, we haven't done shit. This mess is on you a lot in Physics Department. Especially those tossers in dimensional physics, ungrateful glory hunters. It's thanks to you we've got exo alarms every other hour. It's clear the quarantine isn't working and people are pissed. Clean this up so we can back to who? We've made time bleed? Mhm. Klingt nicht sonderlich gut, würde ich mal sagen. Ne? Laboratory. Bin ich da schon hin? Laboratory. Tja. Da haben wir auch noch mal eine Nachricht. You can fix this. You can fix this. Not likely. Ist die Frage, wer die... ne? Okay, die ist zu. Dann hat sich die Frage schon erledigt, durch welche Tür ich zuerst gehe. What you see here, what you do here, when you leave here, let it stay here. Okay. Klingt aber auch nicht so gut. Oh, okay. Wer auch immer da grunzt, ich weiß nicht, ob ich dem begegnen will. So, sabotage triggered a quarantine that didn't manage to contain the danger. Fine, but there are too many bodies for one stab crazy psycho. I'm still missing something. Ja, der hat irgendwie das Experiment sabotiert, vermutlich. Alan, the guys in SecDep haven't been able to crack it. I told them you might give it a go. I suspect it's a Caesar cipher with symbol substitution. Let me know if you can break it. Ach hey. Wenn wir die Referenz nicht kennen? Strange symbols. Strange symbols litter the page. Ja gut, Caesar Cipher kannst du halt mit Häufigkeitsverteilungsanalyse und so, wenn der Text lang genug ist, einigermaßen in den Griff kriegen, aber man muss es halt auch können, ne? Ist auch nicht so einfach, wenn man es manuell macht. Also zumindest zeitintensiv.
Streitet er mit einem, oder? Blueprint für ein Death Ray. Kann man immer gebrauchen. Ist es da um Spiegel verkehrt, oder? Bin ich. Eine halbe Orange, die ist sogar noch frisch. Ist ja super. Tja, nicht so ergiebig hier. Laboratory? Nope. Service? Nope. Ist wieder dieses Symbol, das grün leuchtende. Yeah, about that. Could you unpower this lightning machine ahead of me? Ah, okay, I see what the problem is, but... Sorry, Rose, it isn't responding to my commands. Great. So what do I do? The thing you do best, my dear, you run. Just this time, avoiding the bolts of electricity at the same time. Isn't there a way to turn this thing off from in here, then? I was getting to that. On the bottom floor, there are emergency overrides. There are two panels. You will have to enable them both. That should calm the sucker right down. I'll check back in a bit, Rosie. This noise is giving Benny a headache. Hm. Ja, vielleicht sollte ich auch mal die Voices Lautstärke ein bisschen runterdrehen, weil der ist jetzt plötzlich ziemlich laut. Hoffen wir mal, dass die anderen da nicht zu leise werden. Also der Limiter bei der Aufnahme nimmt es wahrscheinlich raus, aber ich höre es sehr, sehr laut. Also der regelt wahrscheinlich runter, die Lautstärke der Limiter, aber ich höre es halt noch im Original-Lautstärke. Das ist ein bisschen sehr laut, wie der Aubrey plötzlich spricht. Eine Notabschaltung macht man natürlich nicht draußen, wo man irgendwie, oder am Eingang direkt, wo man sicher ausschalten kann, sondern das muss man im Erdgeschoss machen. Uiuiui. Direkt da, wo die Entladungen hinschlagen. Ist ja klar, ne? Thank you.
Ah, verpasst. Verdammt. So, alles wieder cool. Sehr schön. Mal, ob da oben noch irgendwas rumliegt, was wir lesen können oder so. Da geht es auch nochmal weiter. Da unten war auch eine Tür. Ja, wahrscheinlich ist die Tür hier oben die, wo ich weiter muss, weil da kommt man nicht hin, ohne dass man den abgeschalten hat. Das ist das wahrscheinlich der Weg, den man weitergehen muss. Dann gucke ich erstmal, ob ich da unten noch in diese Kammer reinkomme. Labor! Natürlich nicht. Also wieder geschmeidig hier hochklettern. Gute Frage. Ist halt das Biolabor, ne? Wenn es das schon ist. Nicht obskuren Kreaturen. WeatherTech. Das sieht auch irgendwie streckenweise spiegelverkehrt aus. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das ein Fehler im Spiel ist, dass die Grafik falsch rum eingeblendet ist oder es einen tieferen Sinn hat. Hey! Stop! Naja, besser sie rennt vor mir weg als auf mich zu, würde ich mal sagen, ne? Wenn ich an den Ludwig zurückdenke. Lass mir das dann doch lieber von Ada erklären, als von irgendeinem Psycho, der hier rumrennt. Was hier abgeht. Das ist so lange nämlich einfach in Ruhe lassen, bis ich Ada getroffen habe, ist das schon mal ganz gut. Das ergibt gar keinen Sinn für mich. Rose, please come in. Rose! Ada! Rose! Oh, thank God, are you okay? I'm fine. I'm fine. What happened? I've been worried sick. My transmissions were being jammed, but I found a way around it. I assume Nicola got you locked up too. Yeah, but I got out. I'm almost at the biolabs. You're still there, right? Wait, you got out of the lockdown? How? I got help from that Aubrey guy. He's trapped too. He saved my life, so we need to get him before we leave. I promised him. Of course we will. But first, the research. They hold the keys to everything. Right. Did you manage to get the other half? No, it's in the theater. We'll pick it up together right after you. From this goddamn surgery room. Of all the places Ada. To get locked up. I'm losing your signal again. Ada! Rob! Shit. Security intersection N7.
sich hier einer zum Anführer aufschwingen wollen. Weil er gerade auf der Kiste stand. Double close in case of emergency. Exit codes are issued to section officers. Da leuchtet es blau. Ich denke mal, dass es da weitergeht. Jetzt gucke ich mir erstmal nochmal da diese verklemmte Tür an. Schön aufgereiht, die Organe hier. Den Arm mal wegschieben, dass die Tür mal richtig zugeht oder auf oder was auch immer. Aber vielleicht will man gar nicht, dass sie zugeht. Vielleicht muss man sie später nochmal durchqueren, wa? Na gut, was soll schon passieren? Es ist überraschend normal, auch wenn es ein bisschen eklig ist. Links ist, glaube ich, ein bisschen mehr passiert. I'm sorry. Alan war das. No one in, no one out. Those are the rules. Maintain the quarantine until help arrives. That's the directive. And everyone died because of it. I kept the code secret when Sophie asked to leave after the first day. I kept the code secret when Professor Santos demanded to enter during the second day. I kept the code secret when the anomaly killed everyone on the third day. I will keep it secret no longer. 32122. Whoever finds this, may you die at peace, far away from here. Alan Tugnier, N7, Section Officer. 32122. Schreibe ich das mal kurz auf. Jetzt vergesse ich wieder eine Ziffer und muss wieder zurückrennen. Hätte er noch eine Minute gewartet, bevor er sich umbringt, dann hätten wir ihn mitnehmen können. War das der, der vor uns weggelaufen ist? Hat er uns für so einen Ludwig-Typen gehalten oder so, der ihn abschlachten will? Ja, vielleicht auch nicht ohne Grund. Der weiß, wie die hier alle massakriert worden sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles auf Ludwigs Kappe geht. Also, wir haben 3, 2, 2, 1, 2, 2. Da hing es wieder kurz. Okay, ist das hier so Exo-Leak, dieser blaue Dampf? Man weiß es nicht, ja? Oh! Da ist der Decipher-Code von den Aufzeichnungen, die wir aber auch nicht mitgenommen haben. Strange symbols followed by the phrase, they are unaware of our presence. Edison. Kann ich da durchgehen? Coded Message. Aber der Decoding-Code steht doch hier überall an der Wand. To Steve Bios, Technology Laboratory N5. To Alan. Steve. Ah ne, von Alan an Steve. Steve, I've got some partial and complete deciphers. Something big is about to go down. Edison has active agents here.
I'm keeping the clean copies in my safe. Meet me as soon as you get this. Notify Mr. T. I think he will want to see this. Wahrscheinlich Tesla, ne? Someone has been deciphering the Edison spy code. Did Tesla know he had saboteurs on board? Davon kann man jetzt einen Screenshot machen. Und dann kann man das hier dekodieren. Wenn man hier noch einen Screenshot macht, dann hat man schon mal die Buchstaben. Wenn man hier noch einen Screenshot macht, hat man noch ein paar mehr Buchstaben. Da einen Screenshot macht. Und da. Einmal das. Einmal das. Dann kann irgendwer das dekodieren, der da Spaß dran hat. Dann wissen wir vielleicht, was da krass auf dem Zettel steht. Vielleicht mache ich das sogar selbst noch irgendwie. Er hat es in seinem Tresor, aber sein Tresor ist irgendwie nicht hier. Oh. Die Buchstaben brauchen wir auch noch, wa? JKW, noch ein Screenshot. So. Advancing humanity on industry at a time. One industry at a time. From military to media. From shipping to production. Nee, zu medic. From military to medic. Medical. Meine Güte. The Helios continues to innovate. Mhm. Jetzt nicht mehr. Earthquake Machine Blueprint. Kann man auch immer gebrauchen. Einen auf Dr. Evil machen will. Geil, so schnell umdrehen, um mal zu gucken, ob da hinter mir einer kommt. Lava, Vapor, Shipwreck. Der sieht schon aus wie der Lava da oben, ey. Naja. Tino hätte ich beinahe gesagt, aber... Ist für die Wissenschaft. Lightning Energy Harvesting Machine. Vermutlich. Okay, Sackgasse. Kann aber eigentlich keine Sackgasse sein.
ja keinen anderen Weg. Ah. Ja gut, man hätte einfach drunter durchkriechen können. Was zum Henker? Jetzt weiß ich zumindest, wer ja alle abschlachtet. Dass dir noch zu helfen ist. Wird lieber mal abhauen langsam. Ah, danke. Jetzt hätte ich schon früher loslaufen können. Da war jetzt irgendwas Grünes rechts neben mir, aber das habe ich mal einfach ignoriert, weil ich lieber überleben will. Die Türen auf. Also ich bin dankbar, aber. Wow! That was close. Mommy! What? What the hell was that? That's my dear was one of the temporal anomalies. That thing is related to him. Does that make any sense? Think of time as a biological system. These things are merely antibodies. Cleaning up the mess, which is us. But how did you know? How did you know to close the door? Well, they aren't exactly subtle. Wherever exotic energy goes, they follow. Not that hard to track if you know what you're doing. Jetzt ist wieder zu leise. That's three times I owe you. Thanks, Aubrey. Jetzt ist er wieder zu leise, also irgendwie ist das ein bisschen komisch. Yeah. He's in the surgery room. Am I close? Yes, you are. Yes, you are. I'm opening all the doors I can for you to get there now. There's an observation room right above the surgery. You should be able to see her from there. Anyway, go and say hi to your sister. The path should be open. I will, Aubrey. Thank you again. Quarantine Day Zero. Locked myself into animal containment and broke the door mechanism. Nothing should be able to get in. Not taking any chances. Fuck Exo and all the things in it. Tag 2. Woke up with these little fuckers taking a bite out of my ear. Hurts like a son of a bitch. Need to find some disinfectant. Trying to kill as many as I can, but they're quick. Tag 4, I think. Ear is swollen and clearly infected. Cannot risk falling asleep. I see them waiting. I need medicine. The fever is hitting hard. Final entry, I dreamt my legs were on fire, but it wasn't fire. They chewed my legs to shreds. The little fuckers are finally getting their revenge. Die Ratten ausgebrochen und ist der bei lebendigem Leib von den Ratten aufgefressen worden? Kranker Scheiß. Wieso sind die aber frei eigentlich, die Ratten? Und ich meine, er hat ja Zeit gehabt, die zu jagen oder so, oder? Wenn er schon weiß, dass die frei sind? Wieso haben die hier so einen Stuhl im Biolab, wo sie Leute drauf schnallen, oder? Ich dachte, die forschen hier an Ratten, so wie es aussieht. Wieso braucht man da so einen Stuhl? Hier muss es echt stinken wie Sau, ey. Kann man froh sein, dass kein Geruch dazu geliefert wird. Körper aber auch ganze Arbeit geleistet, hä?
hinten ist eine Sackgasse, da gucke ich nochmal, ob da irgendwas rumliegt. Die Harnesk Office. Ist sogar auf. Wahrscheinlich, weil sie hier vor Ort ist, im Büro. Ist nicht abgeschlossen. Helikopterplane Machine. Mhm. Da liegt auch noch was am Schreibtisch. Margaret Linney von Ann Thompson. Maggie, as I've already told you, just because I work on physics department doesn't mean I understand the methods of lead researcher Archer. Yes, I get that we all would like to conquer new scientific territory as fast as she has. But there's really no one aboard this ship that even come close to matching her drive. Her mathematical work alone in creating infinite time loops by exploiting dimensional resonance is revolutionary. And that doesn't even touch her engineering input in building the core generator. Honestly, if you're so eager to learn her methods just by her lunch or something, I hear she's actually quite nice. Ja, ist doch schön. Meine nette Schwester. Okay. Jetzt wissen die Viecher direkt wieder, wo ich bin. Super. Zumindest das Glas scheint sehr stabil zu sein, wenn sie da nicht durchkommen. Vielleicht ganz gut, dass hier zu war. Animal experimentation, weather control, time manipulation. Is there any research they didn't do here? Lab 4. Sicherheitstechnik haben sie anscheinend nicht erforscht, sonst wäre das vielleicht nicht alles hier so vor die Hunde gegangen. Aber gut. Kinetic Rain Device. Das ist doch das Ding, was der Aubrey bauen sollte, was nicht funktioniert hat, oder? War das nicht so ein Kinetic Rain Device? Haben wir da? Veterinär Surgery Observation Hall. Das muss ganz cool gewesen sein, als hier noch nicht alles im Klump lag und voller Leichen, ne? Eder? So, was war zu Tode erschrocken? An die Scheibe klopfen. Hey, language. Rose! Oh my god! My big sister is here! My big sister is here! Yes, she is. And we, dear sister, are getting out of here. Come on, how do I get to you? There's a door on your right, short corridor, stairwell, you can't miss it. I will be right down. Ada? I didn't do anything. Ada! Get out! Get out now! I can't. Rose, I can't. Rose, listen to me. It's okay. Really, it's okay. You're here for me. I will love you forever for that. But I need you to do one thing. Get my research, Rose. Save it. Go to the theater and get the second notebook. Together, they hold the keys to everything. You can fix this. Promise me, Rose. Promise me. Not like this. Promise me, Rose. No! Ada! No. I promise.